Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir reden heute über Krebszellen und wie sie wunderbar in Fahrt kommen, wenn sie mit Zucker gefüttert werden. Und wenn man sich jetzt das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann heißt eigentlich schon ganz klar, wie eine Behandlung aussehen sollte, was aber nicht stattfindet. Und das ist das Thema der heutigen Sendung. Bleiben Sie dran. Ja, und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast vorstellen. Es ist nämlich der Dr. Med. Simon Feldhaus, Chefarzt der Paramed. Herzlich willkommen. Grüß Gott, guten Tag, danke. Schon ein provokativer Titel, hä? Ja, absolut. Und wenn du diesen Titel sozusagen in den onkologischen Stationen aufbaust, dann schmeißen dich gerade raus. Weil die gesamte Ernährungsversorgung in der Onkologie, in der schulmedizinischen Onkologie, basiert auf Kohlenhydraten. Also, wenn es dir schlecht geht, wenn du wenig isst, wenn du in die Kachexie kommst, was schlimm ist, man darf nicht in die Kachexie kommen, ist die Lösung, die man dort anbietet, Flüssignahrung, die aus 60% Kohlenhydraten basiert. Also die ganze Ernährungskaskade basiert auf massiven Kohlenhydratzufuhren. Und wenn du dann genau das Gegenteil versuchst zu behaupten, entsteht da ein Milieu, wo ganz schwierig ist zu verstehen. Und deswegen wird das überhaupt nicht dort wahrgenommen. Aber gehen wir mal rein. Wir haben eine gesunde Zelle. Ja. Die hat einen Stoffwechsel, in dem Sauerstoff mit Wasserstoff zusammenkommt. Boah, da gibt es eine Explosion, es wird ATP freigesetzt. Mhm. Eine Krebszelle ist, wenn sie zu wenig Sauerstoff kriegt und eigentlich in die Vergärung switcht. Ja. Das ist ein Überlebensmechanismus. Die Zelle will überleben, ja, und will Fette verbrennen. Kann aber nicht, weil zu wenig Sauerstoff kommt, stellt sie um auf Gärung. Ja. Gut. Sehr gut. Mhm. Eigentlich toll. Danke, Zelle, oder? Mhm. Aber wir verteufeln jetzt dieses Prinzip schon, ja, mal und sagen, jetzt müssen wir diese Zelle bekämpfen. Ja. Die ist der Tod. Ja, genau. Obwohl sie eigentlich uns Leben schenkt. Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Also, das ist eben genauso ein zentrales Thema und eine der faszinierenden Phänomene, wenn man sich mit der ganzen onkologischen Entwicklung beschäftigt. Wie das Leben, meine Energie ist nicht alles, aber ohne Energie kann nichts sein. Also ist die Energieproduktion eines Organismus, einer Zelle, ist erstmal das zentralste Ding überhaupt. Sie muss Energie produzieren in Form von ATP, ist ein chemisches Molekül, damit andere Reaktionen stattfinden können. Das ist die Basis. Dieses Ding muss entstehen. Und jetzt hat die Natur natürlich in vielen Mechanismen Dinge entwickelt und die tierische Zelle oder auch die menschliche Zelle, die ist befähigt worden, über die Mitochondrien, die da eingewandert sind, die waren ja ursprünglich nicht da drin, die da eingewandert sind, genau das zu tun. Aus Eiweißen, Fetten, Kohlenhydraten, mit Hilfe von Sauerstoff in einer oxidativen Reaktion, kontrollierte Knallgasreaktion, diese Energie zu gewinnen, dieses ATP zu schöpfen. Dafür braucht sie Sauerstoff. Für diese Reaktion wird zwingend Sauerstoff benötigt. Und das Dogma der Biologie, wo auch in den Lehrbüchern immer noch steht, bedeutet, eine Zelle, die das kann, die diese Fähigkeit hat, wird das tun, außer sie kommt in eine Bedrohung ohne Sauerstoff. Wenn also der Sauerstoffzufuhr reduziert wird und das nicht mehr geht, nur dann benutzt die Zelle ihren Überlebensmechanismus und geht in die Vergärung über, also in den Energiegewinnungsprozess ohne Sauerstoff, anaerob, der dann aber dazu führt, dass es nur noch mit Zucker geht oder mit Kohlenhydraten geht und der wird dann zu Laktat abgebaut. Aber da ist doch das Problem der Sauerstoffmangel. Genau. Das eigentliche Problem ist der Sauerstoffmangel. Und das schützt, es gibt mir dann wie noch einen Mechanismus, gegen den Sauerstoffmangel zu arbeiten. Aber da müsste ich doch den Leuten Sauerstoff geben, oder? Unter anderem könnte das eine Option sein, wenn das so ein Thema ist. In der normalen biologischen Welt ist das so. Und jetzt ist es eben so, dass ein Problem könnte sein, ich habe zu wenig Sauerstoff. Ein anderes Problem ist, und auch das muss man sich bewusst sein, warum macht die Natur so komische Ideen? Dieser anaerobe Weg, also ohne Sauerstoff, der geht praktisch nur mit Kohlenhydraten und ist ineffizienter. Ich brauche für die gleiche Menge ATP viel mehr Zucker. Das könnte dann auch noch Sinn machen, wenn es Zellen sind, die bedroht sind durch zu viel Zucker. Wenn Zellen empfindlich sind auf Zucker und sie diesen Mechanismus haben, dann können sie den Zucker ja wie abbauen und werden dadurch nicht bedroht. Das machen zum Beispiel Teile unserer Sehzellen und Teile unserer Nervenzellen. Wir wissen alle, bei der Zuckerkrankheit kann man erblinden oder Nervenschädigungen kriegen. Und der Körper schützt eigentlich diese Organe, indem diese Zellen in der Lage sind, das zu tun. Sie können bewusst, auch mit Sauerstoff, diesen Weg wählen, anaerob zu arbeiten, um diesen Zucker wegzuessen.
Das war jetzt die gute Seite. Das Dumme ist, dass Krebszellen, die eigentlich zu den am bestentwickelsten Dingen auf diesem Universum gehören, die können Dinge, die andere Zellen nicht können. Die haben einen Weg gelernt, bekommen, wie auch immer, da kann man jetzt philosophieren, warum das so ist. Sie können das. Ist doch evolutionsbedingt. Letztendlich oder? Ist es evolutionsbedingt. Das ist doch die erste Phase gewesen, ja, genau, von Leben. Ja. War ja im anaeroben Milieu. Genau. Sie haben das wie wieder gelernt sozusagen. Mhm. Und Krebszellen haben eine besondere Eigenschaft. Die können genau diesen anaeroben Weg, der uns Menschen auch gegeben ist, die können den, uns Menschen ist aber nur, wir benutzen den nur im Notfall. Krebszellen können den, sagen wir mal, bewusst umschalten und sagen, es hat zwar Sauerstoff, interessiert mich überhaupt nicht. Ich arbeite anaerob. Einfach so, fertig, aus. Das beinhaltet, dass diese Krebszelle, die das tut, dann angewiesen ist auf Kohlenhydrate, weil sie muss ja immer noch Energie erzeugen. Sie will sich ja teilen und ganz viel vermehren, braucht sie sehr viel Kohlenhydrate. Also benutzt sie diesen Weg, weil Kohlenhydrate in unserer Gesellschaft ist das geringste aller Probleme, haben wir eh so viele, also hat die Krebszelle, sie weiß, Bedarf wird gedeckt, immer. Weil die essen sowieso alle nur Zucker und Kohlenhydrate, mache ich das mal, kriege ich genügend Bedarf. Aber dann wächst sie doch auch, oder? Genau, und jetzt wächst eben die Krebszelle und sie entkoppelt sich vom Sauerstoff, weil sie braucht ja nicht, sie arbeitet anaerob. Und deswegen kann sie das auch in dem Sinne ohne die Mitochondrien tun, über einen anderen Weg eben. Und damit entstehen zwei Folgeprobleme. Also eigentlich nicht, für die Krebszelle ist kein Problem, aber für uns. Punkt 1, es entsteht sehr viel Laktat, weil sie ja eben anaerob arbeitet. Produziert diese Krebszelle unglaubliche Mengen von Milchsäure, gibt sie natürlich außerhalb in ihrer Umgebung ab. Also um die Krebszelle herum ist jetzt Milchsäure. Mhm. Das ist eine Säure. Was macht Säure mit Eiweiß? Auflösen. Also schafft diese Säure um die Krebszelle herum Platz. Sie löst das Gewebe auf. Damit kann sich die Krebszelle vermehren und größer werden. Zweitens ist das logisch, ein Säureumhüllung. Und das ist so ein bisschen wie dieser Harry-Potter-Mantel, den er sich so umzieht. Dadurch, dass da Säure drumherum ist, kommen unsere weißen Blutkörperchen, die werden in Säure stillgestellt. Also wenn die in Säuremilieu kommen, halten die an. Damit kommen die nicht an die Krebszelle ran und können die auch gar nicht als solche bekämpfen. Dem sagt man Immune Escape, also die Flucht der Krebszelle vor unserem Abwehrsystem. Ist eigentlich keine wirkliche Flucht, sondern einfach, sie baut sich einen Schutzmantel aus Säure und dann kommen unsere weißen Blutkörperchen nicht so gut an sie ran. Das ist die eine Seite der Medaille. Heißt aber auch, je mehr ich eigentlich Zucker füttere, ja, desto mehr schaffe ich mir eigentlich diesen Raum, wo meine Antikörper, meine Polizisten, ja, wie du sagst, noch weniger Chance, genau, haben, einzudringen. Wenn du den Mechanismus stützt, passiert das immer mehr. Und jetzt kommt eben noch eine zweite fiese Geschichte. Wie gesagt, für die Krebszelle ist es genial. Für den Betroffenen ist es fies. Dadurch, dass die Krebszelle sich jetzt auf diesen Mechanismus beschränkt und damit die oxidativen Prozesse, die Sauerstoff benötigen Prozesse in den Mitochondrien ja nicht braucht, ist sie auf Maßnahmen nicht mehr empfindlich, die da angreifen. Und wo greifen die meisten Chemotherapeutika an? In diesem oxidativen Stoffwechsel. Wenn jetzt die Krebszelle den aber nicht braucht, ist es eine gewisse Art von Resistenz gegen die Chemo. Und das ist ja das, wo wir immer wieder in der Onkologie sehen, dass vor allem bei diesen aggressiv verlaufenden Krebserkrankungen, die also schnell sich weiterentwickeln, man macht eine Chemo, die am Anfang sogar wunderbar greift, geht besser, und auf einmal kippt's und es geht genau das Gegenteil rum. Die Krebszellen werden resistent gegen die Chemo. Und das kann man wunderbar erklären, wenn man diesen Mechanismus verstanden hat, dass am Anfang die Krebszellen noch normal funktionieren, merken, ich werde jetzt bedroht von der Chemotherapie. Jetzt mutieren sie nicht, sondern sie wechseln einfach in den anaeroben Weg. Dann kann die Chemo nicht mehr richtig greifen. Sie profitieren von dem anaeroben Weg, machen noch Säure und alles und können sich wunderschön wieder ausbreiten. Und das sind so die beiden Mechanismen, die wir verstanden haben. Und der erste, der das erkannt hat, war Otto Warburg. 1934 hat er sogar einen Nobelpreis dafür bekommen, für die Veränderung des Stoffwechsels der Krebszelle in den anaeroben Vergärungsweg. Er konnte es einfach nicht erklären, wie macht die das? Weil das zentrale Dogma der Biologie und der Schulmedizin ist, im aeroben Milieu gibt es keine anaeroben Prozesse. Anaerobe Prozesse gibt es nur im anaeroben Milieu. Wenn du ganz schnell 400 Meter rennst, bist du am Anfang aerob und gehst sehr schnell in den anaeroben Stoffwechsel über, weil es nicht mehr langt von der Atmung her. Also nur dann macht dein Körper das. Und die Krebszelle kann es auch, wenn du da sitzt. Und deine normale Zelle könnte das nicht. Und Otto Warburg hat das erkannt, konnte es aber nicht begründen. Und dann hat die Medizin damals gesagt, dann interessiert uns das alles nicht und es steht immer noch in keinem Lehrbuch. Der Warburg-Effekt ist in keinem medizinischen Lehrbuch erklärt, obwohl er einen Nobelpreis bekommen hat.
Und den können wir heute erklären. Da gibt es heute sehr, sehr viele klare Erklärungsmodelle. Im Prinzip hat die Krebszelle, die das kann, eine Art von Genschalter. Das ist ein bestimmtes Enzym, wo man TKTL1 nennt, Transketolasen. Die können das tun. Die können wirklich so intern ihren Stoffwechsel wie umprogrammieren und sagen, ich nutze nicht den, ich nutze so einen Nebenweg, der eigentlich für was anderes gedacht ist. Und der geht mir dann in den anaeroben Mechanismus hinein. Aber das sehen wir doch im Sport auch. Wenn wir es übertreiben mit Sport und wir zu wenig Sauerstoff aufnehmen, der Mund geht auf, wir müssen durchatmen, dann ändert ja auch die Zelle den Stoffwechsel auf Milchsäure. Da haben wir Muskelkater, wie sie mir tut und alles weh, oder? Genau. Da haben wir eigentlich die funktionelle eine Krebszelle im Sport umgeswitcht. Richtig, genau. Und wenn wir sie wieder abbauen, geht es wieder zurück. Ja. Und das ist halt, wenn du aber natürlich eine Krebszelle hast, oder natürlich nicht eine, es sind ja dann viele, die das so tun und du jetzt die ganze Zeit Kohlenhydrate da reinbaust. Schön Futter. Dann ist das für die Krebszelle genial. Sie muss nichts tun, sie wird die ganze Zeit gefüttert, sie arbeitet auf niedrigem Stoffwechsel, weil sie ja nur vergärt, füllt ja die ganze Zeit nach. Klar. Gleichzeitig hüllt sie sich in diesen Säureschutzmantel, ist so klein locker vom Immunsystem und kann sich da ganz schön weiter produzieren. Da kann nichts passieren. Wunderbar. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Der Lothar Hirneisen war mal da und hat mir eine Studie erzählt, die man mit Mäusen gemacht hat. Mhm. Und zwar hat man eine gewisse Dosis von Gift in Mäusen gespritzt, wo sie einfach dann tot waren. Okay, jetzt hat man eine Maus genommen und der Maus eine Krebszelle implantiert und die gleiche Dosis Gift gegeben und die Maus stirbt nicht. Mhm. Das zeigt, die Krebszelle hat dieses Gift aufgenommen und den Wirt geschützt. Mhm. Also, wenn das Prinzip ich jetzt auf den Menschen rüberlege, muss ich doch sagen, eine Krebszelle muss doch auch vergiftet sein. Also, sie saugt das Gift vom Menschen auf, um ihn zu schützen. Also könnte das auch sein, dass eigentlich wir zuerst entgiften müssten? Ja, das gehört auch zumindest in die Erklärungsmodelle, weil tatsächlich hat man solche Untersuchungen mal gemacht. Leider hat man dann nicht so richtig schön Forschung nachgesetzt, um herauszufinden, wie genau sind die Mechanismen, weil es ist ja durchaus spannend. Aber ist zumindest auch ein Erklärungsmodell, wo man aus meiner Sicht in ein vielgestaltiges therapeutisches System einbauen muss, ist, dass man nicht nur auf einen Punkt guckt, sondern logischerweise dieses Entgiften, das Reinigen, das Entfernen von Müll, Giftstoffen gehört für mich auch in eine ganz, ganz zentrale Geschichte mit hinein. Absolut. Um es diesen unnötig zu machen, dass die das tut, weil ich es ja entfernt habe und dann auch die Aufgabe vielleicht entfällt. Ich finde einfach den Blickwinkel noch äußerst spannend, denn wenn eine Krebszelle tatsächlich viel mehr in der Lage ist, Giftstoffe aufzunehmen, um den Wirt am Leben zu halten, dann ist sie eigentlich schon eine sehr segenreiche Zelle. Auf der anderen Seite implantiere ich zum Beispiel Chemotherapie, was ja auch wieder zu dieser Zelle geht, und gebe ihr eigentlich noch den letzten Rest, auch wieder mit Gift behandelt. Ja, das ist der eine Punkt. Plus natürlich ist halt in der Chemotherapie noch Platin, also andere Metallgiftstoffe drin, die halt dann auch noch im Körper wiederum selber bleiben, unabhängig von dem, was auch wieder dazu gehört, dass man in so einer Konstellation eben auch mindestens danach dann unbedingt diese Metallabstände, die im Körper verbleiben, auch wieder entfernen muss. Deswegen, ohne Reinigung keine Heilung, war schon immer irgendwo das Thema. Mhm. Das Problem ist eben, wenn man natürlich aber dieses Krebszellenwachstum im wahrsten Sinne des Wortes ja mit Superbenzin fördert und die sich natürlich dann uneingeschränkt ausbreiten können, dann überbordet die Krebserkrankung den Körper und dann ist es natürlich letztendlich zum Tode führend, weil es ja dann auch unnötig viele Krebszellen hat, die man gar nicht bräuchte für diese vielleicht sogar vorkommende Entgiftung, weil ich die Krebszellen dermaßen unter Feuer gesetzt habe, dass die denken, Halleluja, jetzt übernehme ich mal gerade den ganzen Körper, weil ich kriege hier so viel zu essen, den nehme ich mir jetzt mal gerade. Und das passiert halt, wenn man dann die ganze Zeit auch noch isst. Und das Spannende ist, wenn man sich mit Krebspatienten unterhält, viele, nicht alle natürlich, aber viele, was erzählen die einem? Sie haben unglaublich Lust auf Süßes und überhaupt keine Lust mehr auf Fleisch. Und was ist im Fleisch? Eiweiß. Und was ist süß? Süß. Also das heißt, diese Krebszellen, wenn sie da mal eine bestimmte Menge überschritten haben, dann fordern sie sich das Essen sogar ein. Also sie zwingen den Patienten durch Glüste etwas zu essen, wo für sie gut ist und für den Patienten schlecht ist. Deswegen fangen dann die onkologischen Patienten alle an, Süßigkeiten zu essen, so viel wie es überhaupt nur geht. Was aber genau dazu führt, dass man diese Krebszellen immer weiter fördert. Und das ist genau dieses Superbenzin-Prinzip, wo man dringendst unterbrechen muss. Aber eben, was passiert dann? Ich kriege Zuckerinfusionen, ich kriege Flüssignahrung, weil
dadurch, dass diese Krebszellen unglaublich diesen Zucker essen, verbrauchen sie ja unglaublich Kalorien, die dann dem Patienten nicht zur Verfügung stehen. Was passiert? Ich werde karektisch, also ich baue ab. Und die Krebszellen kriegen immer mehr Energie. Und wenn jetzt ein Patient Gewicht verliert, ist das wirklich nicht gut. Und dann hat die Onkologie reagiert, dass Gewicht verlieren darf nicht sein. Nur die Lösung ist falsch. Wir gießen Zucker rein, um Gewicht zu halten. Und das eben falsch. Man müsste mit gesundem Eiweiß und durchaus Fett, Sahne oder sonst irgendwas, es kann auch Avocado, es spielt keine Rolle, einfach Fett, gesundes Fett in dieser Art und Weise, sehr, sehr intelligent. Aber dann kommt ja die Angst vor, da steigt ja das Cholesterin an und so. Da kommt dann der nächste Angstfaktor, wenn ich zu viel Fett, was noch nicht mal stimmt, aber erklärt wird dann, zu viel Fett ist ungesund und so. Und das, wir leben in einer Gesellschaft, wo ja nur Zucker, wir waren schon mal bei der Ernährungspyramide, wo einfach die Basis, und wir müssen sie in der Onkologie umdrehen. Zwingend müssen wir sie umdrehen. In der Schulmedizin wird ja bei Krebsuntersuchungen immer noch das PET gemacht. Und das beweist doch eigentlich wunderbar, wie die Krebszelle den Zucker liebt. Ja, Kannst du das kurz erklären? Das ist ja genauso das, wo einem immer wieder so, eigentlich hat die Medizin es erkannt, weil das ist genau das. Der Goldstandard, also das, was man tun muss, wenn man qualitativ hochwertige Medizin macht, der Goldstandard zum Herausfinden, ob ich allenfalls Metastasen habe, also Fernbesiedelungen, ist das PET. Man macht dort nichts anderes, als man spritzt radioaktiv markierten Zucker, also Zucker, an dem man so ein radioaktives Element dran gebaut hat. Das leuchtet. Das Lämpchen. Und den spritzt man in den Körper und dann macht man ein Foto, wo es leuchtet. Und es leuchtet natürlich nicht echt, aber so radioaktiv. Also man macht das mit so einer radioaktiven Fotografie. Und es leuchtet nur da, wo dieser Zucker ja dann hingekommen ist. Und wo leuchtet es? Es leuchtet in der Blase selber. Das ist normal, weil es ist eine hohe Menge Zucker. Also ein Teil davon wird immer über die Niere ausgeschieden. Also leuchtet es in der Blase. Ja. Und sonst leuchtet es nur dort, wo das ist. Und das sind praktisch ausschließlich Krebszellen. Also deswegen nutzt man das. Es leuchtet nicht die Leber oder die Milz oder deine Muskeln oder sowas, sondern es leuchtet nur dort, wo Krebszellen sind. Lymphknoten oder Metastasen oder der Ursprungskrebs. Die Dinger leuchten richtig auf und damit erkenne ich eben die Metastasen. Also die Schulmedizin nutzt wissend radioaktiv markierten Zucker. Weil wenn man das mit radioaktiv markiertem Eiweiß, also man würde jetzt Tofu radioaktiv markieren. Ist der Krebszelle wurscht, ja? Dann leuchtet der Darm auf, wo es Tofu ist, aber nicht die Krebszelle. Oder man kann auch Öle, kann man auch, das geht nicht, weil die Krebszellen essen das nicht. Und die Schulmedizin weiß es. Und wenn man dann mit den Onkologen redet, okay, sie machen doch jetzt hier so ein PET mit dem Zucker und so, warum? Ja, wir wissen, dass Zucker, könnte dann eine Idee sein, weniger, nee, wieso? Also wenn man dann überlegt, aus dem versucht herzuleiten, aber wenn das doch so ist, dann könnten wir doch mal, nein. Es ist einfach nein, weil warum ist nicht? Also das ist so. Es wird nicht ausgebildet auf dieser Art und Weise. Ja, und das interessiert auch irgendwo nicht. Es ist einfach, weil ne, das muss alles nicht sein. Das ist zu. Und man schade drum, ist echt schade drum. Man hört auch immer wieder das Wort, eine Krebszelle soll man aushungern. Ja. Das war meine Ursprungsidee, die vom Gedanken her richtig ist, wenn man wieder militärisch sich vorstellt, es ist ein Land und die Krebszelle ist eine fremde Armee, wo im Land jetzt drin sitzt. Die effizienteste Methode, sich zu verteidigen, ist dieser Armee den Nachschub abzuschalten. Das ist es so. Also die Soldaten nichts mehr essen lassen, dann löst sich das von alleine. Das wäre eine gute Idee, wenn es denn gelänge, das zu tun. Das heißt, es gibt dann so Ideen, dass ich einfach nichts mehr esse. Auf den ersten Blick, okay, wenn ich jetzt nichts mehr esse. Macht man ja häufiger noch eine Woche, zwei Fasten. Ja, genau. Oder? Das wäre ja noch okay. Aber es gibt dann noch so Versionen, wo man längere Zeit gar nichts mehr essen darf. Also wirklich mit der Idee, wenn ich nichts mehr esse, kriegen die Krebszellen keine Kalorien. Hört sich auf den ersten Blick gut an, ist aber eine Katastrophe, weil die Krebszelle ist eben nicht doof. Was die macht, ist dann, sie isst eben den Körper auf. Also die Krebszelle schaltet um in diesen Zuckermechanismus und Zucker hat es überall im Körper. Und wenn nötig, nehmen wir noch Eiweiße und bauen aus denen Zucker auf, Gluconeogenese. Und dann kann sich eben die Krebszelle viel länger versorgen als die menschliche Zelle. Der Mensch kriegt keine Kalorien mehr, baut das ab, die Krebszelle aber verhungert nicht. Sie isst aus dem, was der menschliche Körper eben darstellt. Wenn man das eben zu lange macht, dann gewinnt die Krebszelle und dann überwiegt das eben. Vor allem diese aggressiven Formen. Bei den harmlosen Formen könnte es vielleicht sogar noch funktionieren. Aber diese aggressiven, schnell teilenden Krebsformen, die machen einfach das und switchen um und sagen, puh, dann nehme ich halt deine Zuckerreserven und dann bist du erstmal schneller tot als ich. Und deswegen funktioniert das bei dieser Form so nicht. Im Sinne von diesem, dass man Intervallfasten macht oder zwischendrin bestimmte Zeiten nichts mal isst und damit den Körper zum Beispiel auch in eine Ketose zwingt, also in eine Fettenergieverbindung, das ist was anderes.
Aber dieses Langzeit-Nullfasten in der aggressiven Onkologie hat sich als definitiv nicht wirksam erwiesen, weil die Krebszelle genau das macht. Sie ist intelligenter. Und deswegen lässt sie sich nicht so aushungern, weil Zucker findet sie immer, auch im Körper. Gehen wir in die Lösung rein. Mhm. Also sagen wir mal, wir machen eine Entgiftung mit diesem Patient, dass einfach mal das Milieu gereinigt wird. Dann müsste man jetzt mal schauen, dass dieser Patient einfach vom Zucker abgeschnitten wird, also möglichst reduziert wird. Ja. Dass es ihm nicht so einfach gemacht wird mit dem Zucker. Genau. Das heißt Ernährung, rigoros Veränderung, oder? Also wirklich rumstellen auf stark Low Carb, wie man dem so sagt. Also so 60 Gramm Kohlenhydrate nicht unterschreiten. Wenn man zu wenig nimmt, dann kommt wieder das Problem, dass der Körper Gluconeogenese betreibt. Er baut dann selber Zucker auf. Das ist doof. Deswegen geht man so auf 60 Gramm Kohlenhydrate am Tag, die aber auch noch langsam verwertbar sind. Also eben nicht Orangensaft und nicht Nudeln, sondern komplexe Kohlenhydrate, Vollkorn, alles, was die Natur sonst so bietet, mit Fasern versetzte Geschichten. Wenn man einen Apfel isst, dann den ganzen Apfel, nicht den Apfelsaft, der purer Fruchtzucker ist. Also komplexe Kohlenhydrate, nicht zu viele. Und der Rest, wirklich die Haupternährung, beruht auf Eiweiß und Fett. In welcher Form auch immer, spielt überhaupt keine Rolle. Einfach kalorisch gesehen muss ich das natürlich ausbauen. Das heißt, ich muss wirklich sehen, wo ich die Äquivalente herkriege. Hülsenfrüchte, Pflanzen, gesund wachsende Tiere geht auch, wer das gern. Also das muss jeder für sich ja herausfinden. Aber ich muss kalorienmäßig, da muss ich aufpassen. Ich muss wirklich genügend Kalorien essen, ohne Kohlenhydrate. Das ist etwas, wo manchen Menschen dann noch etwas Schwierigkeiten bereitet, weil es geht nicht mit Salat. Also ich könnte ja sagen, so, jetzt esse ich einfach keine Kohlenhydrate mehr, ich esse einfach jetzt ein Kilo Salat am Tag. Satt werde ich, aber ich habe natürlich keine Kalorien. Also ich muss aufpassen, dass ich wirklich kalorienmäßig, dass die Kalorien idealerweise muss ich durch Fett ersetzen. Also wirklich Avocado, Öle, also da muss ich dann schon reinbuttern, um auch Kalorien hinzukriegen. Und wer das gerne mag, dann ist hier in der Schweiz, kennt man ja, Crème Gruyère. Das ist so ein Dreifachrahmen, also so 60% Fettanteil. Sowas ist dann schon gut. Ja, ja. So nahrhaft. Ja. Ich möchte noch mal so 20 Minuten zurückspulen geistig, wo wir nochmals in die Ursache gehen, eine Entstehung einer Krebszelle. Wenn ich jetzt einfach diese 0815 Ernährung anschaue, wo der Körper, die Zelle kriegt so viel Zucker. Und wenn sie es ja nicht mehr schafft, diesen Zucker mit Adrenalin aus der Zelle rauszuholen, durch Erschöpfungszustände oder weiß Gott was, dann erstickt diese Zelle, wenn sie ja nicht in die Vergärung umsetzen würde. Genau. Also es ist ein Überlebensmechanismus. Aber die Ursache, die Entstehungsursache der Krebszelle ist ja demzufolge die Fehlernährung, wo die Zelle dazu zwingt, ich muss überleben, sonst ersticke ich. Ja. Und das ist ja wieder gut, eigentlich. Aber jetzt haben wir doch eigentlich alles gesagt. Ja. Versuche mal mit Tierärzten, red mal mit Tierärzten, suche ein in der Natur lebendes, also frei lebendes Katzentier, welches Krebs hat. Gibt es nicht. Es gibt keine Wildkatzen mit Krebs. Hauskatzen? Ja. Ja. Weil was ist in unserem Katzenfutter drin? Ja, ist mir klar. 60% Kohlenhydrate. Sie können auch kein Gras essen oder dagegen wirken über basische Ernährung und so weiter. Das ist das. Wenn wir eine Ernährung aufgebaut haben, wie unsere Ernährung aufgebaut ist, wo sind die Hauptinzidenzzahlen von Krebserkrankungen? Also in unserer zuckerkonsumierenden Welt. Dann muss ja Krebs explodieren, wenn man die Ernährungsweise sieht in unserer Zivilisation. Plus dann noch die Gifte, die Belastungsstoffe, der Stress und so, hast ja Adrenalin schon erwähnt. Also das kommt dann auch noch alles. Aber letztendlich, was passiert beim Stress? Zucker wird freigesetzt. Was passiert bei dem? Zucker wird freigesetzt. Wir sind immer in einer zuckervergifteten Welt. Inwiefern kann jetzt da Sauerstoff entgegenwirken? Also wenn eine Zelle ja nicht mehr nachkommt, diesen Zucker zu verbrennen und letztendlich auch viel zu wenig Sauerstoff dann noch reinkommt und jetzt mache ich eine Sauerstofftherapie und drücke rein, sagen wir Intervall-Hypoxidtherapie, Sauerstoff noch in die Zelle, dann kann man doch irgendwie diesen Vergärungsprozess verhindern, wenn Sauerstoff drin ist. Zumindest viel schwieriger machen. Also die Idee ist tatsächlich, dass man über solche Maßnahmen hat es auch einen Nobelpreis gegeben übrigens. Ja, genau. Auch positive Forschungsergebnisse. Also im Prinzip versuche ich, ganz banal, wenn man es ganz banal ausdrückt, ich stärke die Mitochondrien, die ja dann Sauerstoff verbrauchen. Indem die dann immer mehr Sauerstoff verbrauchen, bin ich auf dieser oxidativen Energieseite. Es gibt dann ganz schlechte Möglichkeiten, in die Vergärung zu kommen, weil die Dinger ja wie feuern und damit dann auch durchaus den Zucker ja verbrennen können.
Also wenn ich die Leistung der Mitochondrien hochfahre, was mit Sauerstoff oder dieser intermittierenden Geschichte oder auch mit anderen Sachen, Spermidineinnahme, das ist so eine Natursubstanz, die zu funktionsfähigen Mitochondrien führt. Wenn ich also mit Maßnahmen diese mitochondriale Leistung fördere und damit das da besser stelle, dann ist es für die Vergärung auch deutlich schwieriger zu funktionieren. Das steht außer Frage. Und dann habe ich auch weniger Laktat. Das heißt, das Milieu wird auch nicht mit der Milchsäure eingepackt. Genau. Und wenn das nicht so ist, dieses Milieu nicht geschaffen ist, dann kann ja eigentlich von außen die Abwehrkräfte funktionieren. Unsere Natural Killer Cells, diese American Marines unseres Immunsystems, die kommen jetzt nicht in den Säuresumpf, sondern sehen, da ist Krebs, da können wir drauf loslaufen. Und so. Damit kann man nicht die Welt komplett von Krebs befreien, so einfach ist es natürlich nicht, aber man könnte doch ziemlich sicher deutlich zu einer Veränderung der ganzen Inzidenzen führen. Also man kann viel tun. Ja. Aber nur schon mit diesem Erklärungsmodell, was wir jetzt da gemacht haben, was ja auch auf wissenschaftlichem Fachgebiet basiert, dann sieht man ja eigentlich die Urgründe. Und absolut. Wenn du und ich sagen wollen, wir wollen gesund alt werden, dann ist heute auch die Entscheid da, zu sagen, wie sieht meine Ernährung aus? Und ich muss dieses mit einbeziehen. Ja, also wie gesagt, wir kennen ja heute das ein nicht einzigster, aber relevanter Entwicklungsbestandteil von Alzheimer ebenfalls diese Verzuckerung ist. Und um das nicht zu vergessen, diese Galaktose, die wir auch schon immer mal wieder diskutiert haben, es gibt gesunde Zucker, die auch Energie liefern. Galaktose kann von Krebszellen nicht verstoffwechselt werden, weil Galaktose geht genau nicht in diesen anaeroben Weg hinein. Also haben wir eine Lösung für alle die Leute, die jetzt Süßhunger haben. Genau. Sie können Süßes essen. Genau, sie dürfen Süßes essen, kein Problem. Nicht das, sondern was anderes. Ja. Und mittlerweile gibt es sogar Schokolade, die mit Galaktose gesüßt ist. Also man kann sich sogar Schoki holen, wenn man das gerne hat, und könnte mit der dann auch die Weihnachtsplätzchen zum Beispiel verfeinern. Also es gibt mittlerweile ganz, ganz viele gute Möglichkeiten, das zu tun. Ich habe da ein Buch von Johannes Kreu gelesen. Mhm. Der hat ganz viele Rezepte drin gehabt, was man alles machen kann mit Galaktose, Tagatose, THalose, Isomaltulose und alles insulinunabhängig, Stoffwechsel. Und also es ist phänomenal. Ja. Und nicht nur in der Onkologie, auch im Alltagsleben ist das gesund. Ja, natürlich. Mhm. Danke ganz herzlich, lieber Dr. Metz-Simon Feldhaus. Ich finde das eine unfassbar wertvolle Sendung, über dieses Thema zu diskutieren, diese Sichtweisen darzulegen. Das heißt ja nicht, dass wir alle anderen Therapieformen ignorieren sollten. Nein, im Gegenteil. Aber warum sollte man nicht die Basis in Eigenverantwortung mit unterstützend beitragen, statt immer die Verantwortung an den Arzt abzugeben, sagen, da ist mein Onkologe, machst mich jetzt gesund. Und auf der anderen Seite wissen wir ganz genau, dass eine Krebszelle von Zucker wächst und Zucker sich ernährt. Und weshalb würden wir hier nicht einfach entgegenwirken, indem man einfach wirklich hier reduziert mit dem Zucker. Oder noch besser, liebe Damen und Herren, einfach die Ernährung schon frühzeitig im gesunden Alter schon ein bisschen anzupassen. Denn diese Ernährungspyramide, wie uns da vorgegaukelt wird, wo viel Kohlenhydrate sein sollte und wenig Fette, ist halt einfach mal auch wissenschaftlich dokumentiert einen Fehler. So, das war's für heute. Liebe Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.